Heute gibt's die 8. Arena. In Ebenholz City geht's zu Drachen-Arena-Leiterin Sandra. Ja, das Spiel hat 16 Orden, aber das ist nicht minder episch, was hier geschieht, okay? Impagator ist voll bereit, hat voll Bock. Hey du, zukünftiger Champ, hier in der Arena ist es gefährlich, man hat nie festen Boden unter den Füßen. Du packst dein Pokémon lieber weg. Schon passiert. Nun gut, ans Eingemachte. Sandra setzt im Kampf die mythischen und ehrwürdigen Drachen-Pokémon ein. Mit Kuschelattacken kommst du bei diesem Typ nicht weit. Man hört allerdings, sie seien anfällig gegen Eisattacken. Oh ja, Impagators Eiszahn und wir haben das ewige Eis als Item. Das wird nicht der Rede wert. Ja, optisch macht die Arena schon was her. Das finde ich doch übelst hübsch, also generell Lava, Magma für DS-Verhältnisse nett anzusehen. Ist das dein erster Kampf gegen Drachen-Pokémon? Dann pass mal auf! Er kommt bestimmt mit dem Churak oder mit dem Garados. Ich sehe es kommen. Nee? Ja, pass mal auf. Gut, Level 35, wir waren ja schon... Das ist das... What? Das überrascht? Wir waren schon südlich auf der Route, die man eigentlich nach der Arena vorzugsweise betritt und nimmt. Und da sind die auf Level, keine Ahnung, 24 rum, hat mich auch gewundert. Kann man nicht mal zum Leveln trainieren. Ich habe da ein bisschen was vorgearbeitet, dass wir da nicht so lange rumhampeln müssen. Das gab es im letzten Part. Dass jetzt der erste Vortrainer schon Level 35 hat, das irgendwie... Unerwartet. Wir bleiben dabei, das Level-Balancing in dem Spiel ist irgendwie nicht so richtig ausbalanciert. Und jetzt kommt der Seemon. Der Seemon, der überhaupt keinen Drachentyp hat. Betrug. Seemons Entwicklung Seetracking hat. Typ Drache. Mir ist so, als würden wir heute noch Seetracking sehen. Und ich erwähnte bereits, dass wir auch ein bisschen mehr zu tun haben für diesen Orden. Also einfach nur die Arenaleiterin besiegen reicht hier nicht, um den Orden zu erhalten. Nein, 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 nein. Seid gespannt, auch wenn ich mir sicher bin, 99% von euch wissen genau, was hier in dem Spiel eigentlich abgeht. Eigentlich werde ich korrigiert, aber ich tue gern so. Ne? Ich bin gerne im Erklärmodus. Ist doch alles Show! Schade, schade, Schokolade. Ey, wat? Das kommt mir bekannt vor. Jetzt du? Drachen sind ehrwürdige Pokémon. Sie sind voller Lebensenergie. Wenn du es nicht ernst meinst, dann wirst du sie nicht besiegen können. Was hat denn der Typ damit zu tun, ob ich die Pokémon ernst nehme? Es gibt da draußen, glaube ich, niemanden, der Drachen-Pokémon nicht wirklich ernst nimmt. Wobei ich denke, dass dieses Drachen-Pokémon, was wir vor uns haben, das schwächste aller Drachen-Pokémon ist. Ich habe vielleicht eins, an das ich gerade nicht denke, aber sagt mir doch mal, welches Drachen-Pokémon hat schwächere Werte als Stratini? Dragoran! Dragoran ist heftig. Aber das Ding zu entwickeln bis Level 55, die fressen EP, Alter. Die brauchen so viel Training. Und ganz ehrlich, Stratini und Dragonir sind nicht die besten Kämpfer. Dragonir ist besser als Stratini, ach wat. Aber Stratini selbst zum Kämpfen kannst du eigentlich in den Müll schmeißen. Tut mir leid, liebe Stratini-Fans. Es ist so selten zu bekommen. Wenn das Drachenwut immer 40 KP Schaden. Egal, was passiert. Es ist so selten zu bekommen und dann... Da ist es wirklich das Ding. Gar nicht so schlecht, es macht sich erst bezahlt. Ich glaube, ähnlich ist es mit Larvita, der zu Despota wird. Aber wenn ich mich entsinne, war es halt noch wilder bei. Ja, so? War es halt noch wilder bei Stratini, Dragonir, Dragoran? Nicht alle Kämpfer hier verwenden Drachen-Pokémon. Es gibt Pokémon, die noch stärker sind. Die sind mein Spezialgebiet. Du bist einfach zu blöd für richtige Drachen-Pokémon, willst du sagen? Arndt? Seeper. Wer kommt denn mit Seemon? Ja, das zweite ist dann Seemon, wir wissen's. Impagator und Lantorn heben sich von den Leveln langsam ein bisschen ab, ne? Nach der Arena müssen wir das mal versuchen zu korrigieren, dass die anderen wieder hinterherkommen. In der Pokémon-Liga brauchen wir alle Mann.
So ein kleines Sepa und dann macht das Hydro-Pumpa. Wobei in Pokémon Stadium sah die Animation entsprechend aus. Passte. Passte! Wer levelt seinen Sepa auf Level 35, ohne es zu entwickeln? Ich glaube, das wird auch keiner tun. So ein Sepa ohne Level, ohne Entwicklung ist auch nicht so geil, glaube ich. Ja, das kommt überraschend. So, und ich möchte betonen, die Arena itself, ist, glaube ich, auch Remake. Die war deutlich simpler. Also diese Plattformen, die sich über die Lava bewegen und drehen können, die gab es in Gold-Silber-Kristall nicht. Ich glaube, kein großes Gimmick in der Original-Arena. Das ist ganz okay. Könnte meinen, auch da haben sie ein bisschen gerusht, ne? Arena-Design. Respekt. Fetten Rehspeck. So, die nächste Wertmama will noch nicht. Ich habe an Sandras Seite ein hartes Training durchlaufen. Ich kann gar nicht verlieren. Ich kann nicht vorlesen. Wer will noch mal, wer hat noch nicht, so rumging's. Ich gestehe an, dass es keine Absicht war. Man hätte glauben können, hab's gerade falsch gesagt. Absichtlich, aber es war unabsichtlich. Ich habe mich einfach versprochen. Manchmal ist meine Zunge verknotet. Los, Landtour! Ja, und wir hatten ja auch das Ding im Team, Tratini, in Let's Play Pokémon Gold. Da ein rumgeschleppt, bis sich das mal zu Dragoran entwickelt hat, war schon vor dem Pfingsten. Es war nicht angenehm, Tratini zu trainieren. Und das war schon früher nicht. Ich habe in Pokémon Rot, Blau, Gelb öfter meinen Pokédex vervollständigt. Alle 150 Pokémon gesammelt. Und so ein Dragoran war halt schwer zu bekommen. Ich hatte die nötige Engelsgeduld, um Tratini zu angeln in der Safari-Zone. Aber das Ding, ach, ich bin so oft die Pokémon-Liga durchgehauen, ne, mit EP-Teiler. Das, nee, Alter, ich schwör. Ich war ja bei Pokémon Stadium und habe auf höhere Geschwindigkeit trainiert. Die Chance, gegen dich zu verlieren, nicht mal 1%. Schon im letzten oder vorletzten Part mit der Prozentrechnung. Ne? Ralf. Ja. Also, selbst im Dotri-Turm von Pokémon Stadium, ne, dass du das Spiel in dreifacher Geschwindigkeit laufen lassen kannst, es war eine Tortur. Das hat keinen Spaß gemacht, ne? In der ersten Generation ist Pokémon, das sich mit Abstand am spätesten entwickelt, Level 55. Das sollte nicht mehr der Fall sein, oder? Was ist jetzt das Pokémon, welches sich am spätesten entwickelt? Schreibt's in die Kommentare. Okay, wir watscheln jetzt mal zum Pokémon Center. Eigenartig. Ja, weil ich tendiere dazu zu glauben, dass das da der letzte Weg ist. Wahrscheinlich kommt kein weiterer Trainer, aber wer weiß. Wer weiß, ich rede einen Scheiß. Und leg die Drachen-Pokémon gleich auf Eis. Wobei, was macht eigentlich Eis auf Wasser? Gucken wir doch mal. Normal, oder? Aha, also Zetra King sollte sich ausgleichen, Eiszahn zu nutzen. Auch dafür sollte ich wahrscheinlich Landhorn nutzen. Das gleicht sich ebenfalls aus. Elektrizität ist schwächer wegen Drache. Zetra King, der Wasserdrache. Man kennt. So, einmal rüber, damit wir den Schinken drehen können und weiter geht's. Ja, ist ganz hübsch mit diesen Drachenzähnen. Das erinnert mich ein bisschen an Banjo-Tooie. Das erinnert mich an Banjo-Tooie, hat er gesagt. Was ein Freak. Oh. Did I make a mistake? So geht's. Trotz allem Idioten sicher. Schön.
Keine Ahnung, wie es genau geht, ne? Wird schon irgendwie klappen. Diese Arena-Rätsel sind ja nicht... nicht das Wildeste. Sind ja nicht das Wildeste. Kommen wir so raus? Ach Gottchen. So. Okay. Habe ich doch richtig vermutet. Hey, Sandra. Ich bin Sandra, der beste Drachenprofi der Welt. Selbst die Top 4 der Pokémon-Liga können mir nicht das Wasser reichen. Na, willst du immer noch gegen mich antreten? Gut, dann wollen wir nicht lange fackeln. Ich ziehe stets alle Register, gleich welcher Trainer sich mir gegenübersteht. Ich bin's, der Magus. Ja, Sandra, was hast du für eine Haarpracht, sag mal. Das ist kein Drachen-Pokémon. Ja, das ist kein Drachen-Pokémon, verdammt mich. Mensch. Wisst ihr, ich sehe Gyarados nicht mal als Drachen. Ich glaube, Mega-Gyarados ist Typ Drache. Aber wer findet, dass Gyarados ein Drache ist? Glurak, ja, der sieht aus wie ein Drache. Gyarados ist nicht Typ Drache und auch sonst nichts. Das ist ein verdammter großer Fisch, Alter. Vierfach Effektivität gegen Elektro. Tschüssikowski. Das steckt er nicht weg. Und ein Critical Hit. Ha! Da lache ich doch. Ja. So. Now we talking. Der hat ein großes Maul, ne? Bin immer wieder begeistert, wenn er sein Maul öffnet, wie weit das die Kauluke aufgeht. Jetzt kommt er, unser Eiszahn mit ewigem Eis im Gepäck. Drachenpuls ist ja schon eine ziemlich starke Technik, muss ich sagen. Halten wir fest, halten wir fest. Woo! 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 Ja, aber die hat keinen Dragoran. Bist ja nicht bei Siegfried. Der hat jetzt hier Seetraking und gut ist. Haut aber mehr auf die Kacke, als ich gedacht hätte. Drago. Ich weiß auch nicht so genau. Ich möchte dem Pagato kurz ein bisschen Ruhe gönnen. Die hat zwei Dragonier. Ich hatte keinen Plan mehr, was die für Pokémon genau hat. Kriegen wir schon gewuppt. Bin keiner dieser Let's Player, der sich vorher nochmal genau durchliest, was da alles auf einen zukommt. Das wäre leichtes gewesen, das zu wissen. Wäre ich nicht überrascht. Da wäre ich nicht überrascht. Du machst es dir wirklich einfach, Let's Play, Markus. Ja, ne? Nee, nur Eisdrache und Fee ist es. Gib mir das richtige Pokémon. Ich bin mir sicher, ob es Zufall ist. So, und jetzt. Na, cleverer Bursch. Nicht mal die Top 4 können ihren Level 30 rum Pokémon das Wasser reichen. Man kennt's. Sandra Bullock sehr von sich überzeugt. Ja, Seetracking. Wir machen erstmal weiter hier mit der Eiszahn-Taktik. Level 41. Nur noch eins, da fängt der Kampf jetzt richtig an. Er sieht ja gar nicht so phantastomatisch aus, wie ursprünglich angenommen. Ich finde ja sowieso, dass ein Seemon ein bisschen wilder ausschaut als ein Seetracking. Okay, durch die Paralyse schaffst du es tatsächlich nicht so ohne... Hydro-Pumpe könnten wir überleben. Irgendwie dir falsch. Schade.
Er denkt sich, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Nicht unterschätzen. Okay, der hat eine Init vom anderen Stern, verstehe. Stark. Ich sag mal so, Stalaus, Magma und Nachtara sind Kanonenfutter. Ich nutze die Gunst der Stunde zum Beleben. Impergator scheint hier doch die beste Wahl zu sein. Ja, ist logisch. Tut mir leid, Magma. Wir machen einmal den Reihumschlag unseres Teams. Auf entspannt. Die Schwächsten zuerst. Stalos, ein Tank, aber 10 Level drunter. Uncool. Uncool. Ach, guck mal. Ja, Bälle. Sei kein Dieb. Also, er fühlt sich fast schon wieder geschenkt an, alles. Aber nutzen wir die Gunst der Stunde. Es tut mir leid, Stalos, das tapfer durch. Hält das durch? Er ist ein unfassbarer Tank. Aber diese Effektivität ist dann doch. Und der Levelunterschied ist dann zu krass in der Summe. Schade. Wir kämpfen weiter. Impi! Let's go. Ich nenne ihn jetzt liebevoll Impi. Wegen diesem Wasserdrachen Genauigkeit sinkt. Ey. Kann ich gar nicht abhaben. Sind. Uha. Meine Fresse. Meine Fresse. Meine Fresse. Und die kann noch das Ding beleben. Also hier, Top-Trank, Top-Genesung nutzen. Oh, wow. Wie viel AP hat Drachenpreis? Lantern ist die bessere Wahl? Ist das so? Ist es so? Ist es richtig? Lantern scheint die bessere Wahl zu sein. Hätte ja klappen können, wenn du nicht eine Zitrobeere bei dir hättest. Komm, du schaffst es, dem zu trotzen, Lantern. Ich wache auf, gleich noch 2 Ladestrahlen, wenn da nicht blöd geheilt wird. Aber das ist Ungleichgewicht durch die Beere. Unmöglich, ich werde die Siegerin sein. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Hyperstrahl. Doch, ich bin optimistisch, Sandra. Ein Brocken. Harte Brocken. Danke dir für die Erfahrung in Form von EP, aber auch in Form von Erfahrung tatsächlich. Weiteren Sandra. Ich soll verloren haben. Ich will das einfach nicht glauben. Das muss ein Irrtum sein. Hast du selbst gesehen, mach die Augen auf. Nein, das akzeptiere ich nicht. Ich mag verloren haben, aber jemand mit deiner Einstellung ist in der Pokémon-Liga so gut wie verloren. Ich weiß, auf der Rückseite dieser Arena liegt ein Ort, der die Drachenhöhle genannt wird. In ihrer Mitte steht ein kleiner Schrein. Begib dich dorthin. Wenn sich dort herausstellen sollte, dass du deine faulen Ideale aufgegeben hast, werde auch ich dich als einen Trainer ansehen, der es würdig ist, den Orden zu erhalten. Tja, verstößt es eigentlich gegen die Regeln der Pokémon-Liga, dass uns der Orden nicht ausgehändigt wird? Alle Achtung, gegen Sandra zu bestehen ist kein Pappenstiel. Nimm dir die Worte nicht sehr zu Herzen. Das war eine starke Leistung, denke ich zumindest. Aber es wäre wohl gesünder für mich, wenn ich mich Sandra gegenüber nicht allzu weit aus dem Fenster lehnte. Okay,
Nö, hat Spaß gemacht. War spaßig, ja. War doch. Also ich hatte jetzt keine Angst, ne, keine Bedenken. Aber hat doch was abverlangt. Was in erster Linie, ne, muss man dem Levelunterschied geschuldet war. Wollen wir nicht unterschlagen. Cleverer wäre es gewesen, erstmal alles andere zu machen an Trainern, was sich findet. Aber so bin ich halt nicht. Wir haben 8 Orden vor. Ne, wir haben wir nicht. Wir haben 8 Arenaleiter besiegt. Aber keine 8 Orden. Whirlpool haben wir auch. Brauchen wir Whirlpool? Ich glaube, wir brauchen Whirlpool. Hinter der Arena liegt ein Ort der Drachenhöhle genannt. War ich hier eigentlich drinne? Ganz kurz gucken. Ja, mit der habe ich geredet. Dann surfen wir mal dahin. Warum? Warum? Faule Ideale? Was labert die eigentlich für den Müll? Müssen wir das jetzt wirklich thematisieren? So, der hätte uns vorher natürlich nicht durchgelassen. Wenn Sandra nichts dagegen hat, wird auch ihr Großvater, unser Meister, sicher auch kein Problem damit haben. Bitte, tritt ein. Drachenhöhle, geradeaus. Bist du der Großvater, oder? Besondere Atmosphäre, interessante Musik. Relativ Banane, was hier abgeht. Trainer. Du, was hast du hier zu suchen? Hier darf nicht einfach jeder rein. Mein Name ist nicht Ryan. Remus. Remus kenne ich als Nachnamen. Sonst nicht. Ja, albern, ne? Was machst du hier? Was wird das? Was wird denn das mit deinem Dragonier? An für sich ist unser Impergator ja jetzt der höchst gelevelte im Team. Aber es ist witzig, dass wir alle 8 Arena-Leiter besiegt haben. Und er ist auf Level 35. Zum Vergleich. Shillock und Clutexo würden sich noch nicht entwickeln auf Level 35. Erst auf Level 36. Aber du hast sie eigentlich schon so nach 4 Orden oder so fertig entwickelt gehabt. Es ist und bleibt weird. Calcium. Ach, wir haben einiges von diesem Calcium und dies, das, Ananas. Das müssen wir eigentlich auch mal verfüttern. Wo ist das? Ist alles hier oder nicht? Eisen. Gucken wir mal ganz kurz, wer kann noch ein bisschen was vertragen? Du hast eigentlich sehr gute Werte, du hast auch sehr gute Werte. Ich finde, Magma kann Eisen vertragen. Das ist richtig. Ich muss alle anderen jetzt abchecken. Nee, das will wenigstens gut überlegt sein. Eisen einsetzen auf Magma. Protein ist Angriff, Calcium ist Spezialangriff. Wem können wir mit physischen Angriff und mit wem können wir noch mit Spezialangriff eine Freude bereiten? Du bist gut ausgerüstet. Ich glaube, wir geben Stalos noch ein bisschen Protein. Und dir, obwohl Nachtara auch. Nachtara hat es ziemlich nötig, möchte ich sagen. Gefühlt, ja leider, tut mir leid. Also, nicht lang schnacken, das machen wir. Spezialangriff gebe ich jetzt dem... Lanthorn braucht's nicht, Lanthorn ist halt schon ein Tier. Wisst ihr? Angriffswert... Stalos. War noch irgendwas? AP Plus? Brauchen wir den jetzt irgendwie für irgendwas? Eigentlich nicht. So weit, so gut. Weiter in der Drachenhöhle. Was geht hier links ab? Nichts. Ich glaube, da war er schon. Warum ist hier alles so kaputt? Bill. Hier gibt's wilde Tratini, wenn mich nicht alles täuscht. Oder ich glaube, die muss man angeln.
das ist natürlich auch, ne? Wir leben hier in Frieden und das ist die vorsteinflößende Drachenhöhle. Mit genau diesen Pokémons. Ah, Level 19. Den schiebst du ein Sonderbonbon ins Maul. Das Maul, was fast immer offen steht. Es gibt ein Sprite, wo Carpador's Maul zu hat. Drachenschreien. Da schreien ehrt die Drachen-Pokémon, die früher in der Drachenhöhle lebten. Ich bin auf der falschen Seite. Gut. Ja, an für sich ist es ja, wie gesagt, nahezu überflüssig hier, aber trotzdem würde ich es nicht missen wollen, dass diese Drachenhöhle ist halt einfach ein bisschen... Du denkst dir halt, WTF, was wollen die jetzt von uns? Ja? Wäre cool gewesen, wenn es hier irgendein Rätsel oder so gegeben hätte. Ich weiß auch nicht, was man hier hätte einbauen müssen. Die wollen ja, dass du jetzt Whirlpool benutzt. Ist das der einzige Grund? Benutze Whirlpool. Um dich als würdig zu erweisen. Hey, hier haben einfache Leute keinen Zutritt. Einfach. Ich komme gleich zweifach. Kara. Oh, fangen die schon wieder mit dem an. Wollt ihr schon wieder so irgendwie rumstressen? Einfach nur nervtötend. Aber gut, dass die Rauchwolke uns nicht wirklich von irgendwas abgehalten hat beim Arena-Kampf. Das hätte uns noch zusätzlich belasten können. Da hatten wir eigentlich Glück, dass dieser Plan nicht aufging. Muss man sagen. Hatten wir Glück, dass dieser Plan nicht darf. Ich habe langsam die höhere Erfolgschance, das richtige Pokémon zu haben, wenn ich mit Landhorn starte. Ha! Ah, diese Tactics. Partlänge zum Trotz werden wir diese Drachenhöhle auch finden, oder? Wäre vielleicht ein cooler Cliffhanger so. Wer ist ein cooler Cliffhanger? Vielleicht. Die nächsten Part hier starten. Oh, ich glaube, das hätte Stil. So schnell entscheidet man sich um. Überraschend. Ja, ich habe schon gemerkt, dass ihr ihr freut euch wie sonst was, dass euer Seemann sich plötzlich zu Seetracking weiterentwickeln kann. Da kann man nur applaudieren, ne? So, boah, da wird zum Drachen-Pokémon, voll cool, ich mochte Seba schon immer. Hab ich gemerkt? Der entwickelt sich auch irgendwie mit einem Item, das man vorher nicht hatte, ne? Irgendwie so war das. Auch so ein Pokémon, was ich irgendwie als Kind als anstrengend empfand zu lernen. Ampelleuchte ist auch Käfer. Jetzt haben wir schon zwei Käferattacken auf einmal. Ampelleuchte ist aber jetzt nicht so geil. Ja, wir sind aber immerhin sind wir spezial. Das ist ja schon mal... So, und das ist physisch. Das Ding ist aber das hier. Das ist Stärke 90. Oh, das ist 75. Eventuell verwirrt. Dann auf, Ampelleuchte. Was soll der Geiz? Auf einmal mit zwei Käferattacken im Team. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ist verloren. Verblüffend, wa? Und ja, doch, tatsächlich weitermachen wir an der Stelle. Im nächsten Part seid mir da nicht böse, ne? Dass der nächste Part geschmeidig wird, die Sache abrundet, auch dass ihr unbedingt wieder einschaltet, ne? Also, Daumen her, dann gibt's mehr. Bis dann und ciao.